Hallo, wir wollen dir etwas wirklich richtig Cooles vorstellen. Eine neue Publikation von Gottes Haus. Yes, die neue Broschüre ist endlich da. Und zwar heißt sie Gott und das deutschsprachige Europa. Es geht nicht nur um unser Land, sondern überhaupt um das deutschsprachige Europa. Es geht um die prophetischen Eindrücke, die verschiedene Menschen bekommen haben in ihren Gebetszeiten. Und mich hat dieser prophetische Wegweiser sehr, sehr ermutigt. Ja, es sind eine ganz große Fülle von unterschiedlichsten Impulsen da zusammengekommen. Ja. Und es ist spannend zu lesen, was Gott für uns hat. Weißt du, es gibt so viele Nachrichten, so viele News, die auf uns einprasseln und wir wissen nicht wirklich, auf was kann man uns verlassen, was ist vertrauenswürdig und was nicht. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir wissen, was sagt Gott in diese Situation hinein? Eine Überschrift, die hat mich besonders ermutigt, die heißt »Eine neue Zeit«. Ein neuer Anfang. Und ich habe gedacht, ey, das ist wirklich jetzt echt mal dran. Jetzt ist ein neuer Tag, eine neue Zeit. Und das ist das, was wir uns auch von Gottes Haus wünschen, was bei dir in deinem Glaubensleben passiert. Eine neue Sicht der Dinge. Nicht stehen bleiben bei den Ängsten, bei den Bedrückungen und wie soll das alles werden und wie furchtbar, sondern einen Ausblick zu schaffen, einen Wegweiser zu haben. Ja. Und mit dieser Broschüre, so habe ich es empfunden, wird es uns leicht gemacht, anhand dieser Texte, anhand dieser wirklichen Aussichtspunkte unser Gebetsleben neu zu gestalten, neu ermutigt zu werden, dran zu bleiben, für eine Erweckung zu glauben, für eine neue Berührung des Herrn, für unser Land, für das deutschsprachige Europa zu stehen, zu beten, zu ja. ringen, vielleicht auch zu fasten. Aber das ist ein Wegweiser, der es uns wirklich leicht machen kann, der uns persönlich ermutigen kann. Mich hat es wirklich sehr ermutigt. Ich lese dir mal vor, was hier auf dem Rückentext steht. Das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Viele Christen erwarten vor der Wiederkunft Jesu eine große Ernte für das Reich Gottes. Sie rechnen mit einer Erweckung der Christenheit, einer großen Ausgießung des Heiligen Geistes, einer Welle von Bekehrungen, übernatürlichen Kraftwirkungen wie zur Zeit der Urgemeinde, einer gewaltigen Freisetzung von Zeichen und Wundern und viel mehr. Und genau das, davon, prophetische Hinweise, Bilder, Visionen, die geben wir in dieser Broschüre weiter. Das sind 36 Seiten und es ist wirklich spannend. Du kannst diese Broschüre bei uns auf der Webseite bestellen. Für dich zum Lesen, vielleicht für deinen Gebetskreis, für deinen Hauskreis, für Leute in der Gemeinde, die dadurch ermutigt werden. Und du kannst sie einfach bei uns anfordern. Sie ist ja. kostenlos, ist durch Spenden finanziert. Und wir freuen uns, wenn diese Broschüre wie ein Saatkorn wirklich weit ins Land reingeht. Ja, denn wir wissen, Gott hat viel mehr für uns alle.